Hier in Nonndorf haben wir beim Schlenzerweg das Problem, dass die Traktoren da viel zu schnell langfahren und es gibt eigentlich eine Umgebungsstraße, wo sie langfahren sollen zur Biogasanlage, aber sie fahren immer den Schlenzerweg. Unsere Lösungsvorstellung wäre, dass wir da so eine Art Blitzer hinbauen, wo die dann geblitzt werden, wenn die da langfahren und dann müssen die Strafe bezahlen. Was sagen Sie zu einem Fahrradweg oder einem Gehweg im Schlenzerweg, wo ja auch Traktoren langfahren, die da eigentlich nicht langfahren dürfen? Ja, im ersten Schritt müssen wir da unser Ordnungsamt öfters hinschicken, dass da nicht mehr so viele Traktoren und LKWs langfahren. Die haben ja eine Umgehungsstraße und wir haben einen Gehweg haben wir ja schon da, aber einen Radweg können wir leider nicht bauen. Das ist finanziell gar nicht für uns leistbar. Also wir versuchen, dass da weniger Trecker und LKWs langfahren. Sie haben da eine Spinne auf der Hand. Ach so. Ja, danke. Und könnten Sie da vielleicht ein Schild hinstellen oder sowas? Ein Schild, wo halt die Traktoren... Das könnte man machen, noch vor sich spielende Kinder zum Beispiel. Das können wir uns mal überlegen, dass wir da ein Schild hinstellen. Genau.